Atmosphäre im Buch ist sehr, sehr düster. Es ist klar, es geht um einen Massenmörder, Serienmörder, der die Leute niedermeuchelt und mordet und zerschlitzt und zerschneidet. Und der wird verfolgt. Das ist eine sehr düstere Geschichte. Aber auch sehr humorvoll. Der Massenmörder hat sehr viel Humor. Es ist unglaublich spannend. Es geht wirklich ständig ab. Es passiert ständig was. Es gibt keine drei Seiten Ruhe, sondern es passiert ständig irgendwas. Hinter irgendeiner Ecke kommt wieder einer unerwartet hervor. Die Wendungen sind irre, kommt man nicht drauf am Anfang. Die verrate ich natürlich nicht. Tja, er ist das Böse. In ihm geht jede Menge Abartiges vor. Er treibt sein Spiel mit den ganzen Menschen. Er hat eine Riesenfreude dran, sie sehr, sehr langsam und sehr qualvoll um die Ecke zu bringen. Und für ihn, er sagt eben, das Ganze auf dieser Erde hat keinen Sinn. Es ist vollkommen egal, was man macht. Man wird für nichts bestraft. Das ist eh alles vollkommen sinnlos. Also kann man sich den Spaß machen, die Leute zu einem Spielchen zu überreden. Eckermans Geschichte ist natürlich unglaublich, wie er dazu geworden ist, was er ist, was da dahinter steckt, ist unvorstellbar. Der eine ist der Gute, der andere ist der Böse, aber sie sind sich doch wesentlich näher, als sie beide denken. Eckermann trifft zum ersten Mal in Marcus Williams jemanden, der ihn wirklich mehr fordert als alles, was er bisher erlebt hat. Und das ist für so einen Menschen, der schon so viele Verbrechen begangen hat und immer damit durchkam und für den das einzig einfach immer nur ein Spiel ist mit der Polizei, mit der Verfolgung, dem es auch vollkommen egal ist, ob er erwischt wird oder nicht. Und plötzlich taucht da ein ganz anderes Kaliber auf. Und dadurch entsteht für Eckermann eine ganz neue Spannung. Die interessanteste Figur in dem Buch ist auf jeden Fall gerade Clark Eckermann. Wobei es viele spannende Figuren in dem Buch gibt. Auch Marcus Williams, ist sein Weg ist auch irre. Ist in seiner Vergangenheit, ohne zu viel verraten zu wollen, in eine Situation gekommen, die ihn dahin gebracht hat, wo er heute steht. Und das macht auch ihn zu einem sehr spannenden Mann, der mit seiner Vergangenheit auch sehr zu kämpfen hat. Ja, aber am spannendsten zu sprechen ist natürlich Eckermann gewesen, der mit seinem ganzen Wahnsinn, dieses vollkommen kranke Hirn in Sprache umzusetzen, also vom geschriebenen Wort in die zu hörende Sprache, das war das Spannendste überhaupt. Dieser ganze Wahnsinn, und solche Menschen betonen ja auch manchmal Sätze vollkommen anders und haben so ein wahnsinniges Lachen. Ich weiß, das ist wahnsinnig spannend jetzt, aber dass man einfach einen anderen Ton da noch findet für so einen vollkommen durchgeknallten Kerl. Das war die größte Herausforderung und das, was auch am meisten Spaß gemacht hat. Na, erstmal freue ich mich, wenn mich jemand anruft und fragt, hast du Lust, ein Buch zu lesen? Und dann lese ich es mir durch und ich liebe Krimis natürlich. Ich glaube, mit meiner Stimme wäre ich auch nicht so prädestiniert für irgendeine seichtere Liebesgeschichte. Obwohl, könnte man mal ausprobieren. Aber ich kriege ja meistens auch nur Krimis angeboten und die lese ich auch sehr gerne.